Worum geht es denn letztendlich bei der Verschwendung? Es geht darum, dass wir im Prinzip eigentlich immer zurückkommen wollen auf einen Wertstrom, also das heißt auf einen kompakten Fluss sozusagen an Wertschöpfung. Wertschöpfung heißt für mich jetzt nicht nur Verkauf oder so, sondern es kann viele Formen der Wertschöpfung geben. Man sich aber wirklich darauf konzentriert und alles, was es da drumherum gibt, sollte unmittelbar darauf einzahlen in irgendeiner Form, dass dieser Wertstrom möglichst groß, stark, umfassend entsprechend funktioniert. Alles, was davon wegführt, alles, was einen ablenkt und so weiter, ist Verschwendung. You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Martin, wir haben auch schon mal drüber geredet, aber jetzt reden wir ausführlich drüber, nämlich über Verschwendung in der Praxis und darüber, wie man sie vermeiden kann. Wenn ich im Haushalt an Verschwendung denke, da habe ich dann so Lebensmittel im Kopf und ne, dass man irgendwie, weiß ich nicht, man hat mal wieder zu viel eingekauft und dann muss man es wegwerfen. Aber was ist denn Verschwendung in der Praxis? Also was kann ich denn in der Praxis verschwenden? Ich fange mal mit den klassischen Beispielen an und das ist auch ein total schönes Thema, über das ich auch immer wieder gerne spreche, weil es einfach so unglaublich viel Potenzial mit sich bringt und gerade auch bei Coaching so, die Leute immer wieder erstaunt sind, wo man überall die Stellschrauben ansetzen kann, um Verschwendung auszumerzen und damit in eine bessere Effizienz, in ein angenehmeres Arbeiten und so weiter reinkommen kann. Fangen wir mit den klassischen Dingen an. Geldverschwendung, Zeitverschwendung, Materialverschwendung. Das sind sicherlich so die ersten drei, die jedem soweit einfallen. Gibt es aber noch ein paar ganz, ganz, ganz spannende weitere in dem Ding. Man kann nämlich insgesamt Ressourcenverschwendung allgemein, kann man einmal aufnehmen und sich überlegen, was für Ressourcen können das sein? Das können halt, wie gesagt, Geld, Zeit und so weiter, Lagerbestände sein. Es können aber auch Mitarbeiter sein. Was kann denn eine Mitarbeiterverschwendung zum Beispiel sein? Mitarbeiterverschwendung kann vieles sein. Es kann sein, dass man aufgrund seiner ungünstigen Prozesse zu viele Mitarbeiter hat und damit die Praxis nicht rund läuft, weil sie sich quasi buchstäblich im Weg rumstehen oder weil sie zu bequem werden, weil sie zu wenig zu tun haben, weil sie Burnout bekommen, einen Bore-out, wie man so schön sagt, weil sie sich langweilen und so weiter und so fort. Es kann aber auch Talentverschwendung sein, dass man die Mitarbeiter an der falschen Stelle einsetzt, nicht entsprechend ihrer eigenen Fähigkeiten, die sie tatsächlich haben. Das ist übrigens auch ein ganz, ganz spannender Punkt, über den ich immer ganz gerne auch spreche, wo man ganz viel auch rausfinden kann über seine Mitarbeiter. Das ist das eine. Was gibt es da noch in dem Bereich? Es gibt auch gerade in der Medizin sowas wie Übertherapie, ist auch eine Form der Verschwendung, was man so in der Regel gar nicht auf dem Schirm hat. Auch in der Ausstattung generell, dass es gar nicht mal unbedingt um Geldverschwendung geht für die Ausstattung, aber dass man einfach so, ist gerade wieder eine Zahnarztmesse gewesen oder ein Kongress gewesen und jetzt rennt man dem nächsten Shiny Object hinterher, kauft sich erstmal dieses Gerät, das Gerät oder jenes Gerät und dann will man einen neuen Prozess einführen und dann steht das wieder da. Verschwendung kann aber auch sein, zum Beispiel, dass man, wir haben ja immer über die Customer Journey gesprochen, dass man Touchpoints an Stellen hat, wo überhaupt gar keine sein müssten oder dass ein unnötiger Aufwand betrieben wird an bestimmten Stellen, die überhaupt gar keinen Nutzen bringen. Also worum geht es denn letztendlich bei der Verschwendung? Es geht darum, dass wir im Prinzip eigentlich immer zurückkommen wollen auf einen Wertstrom, also das heißt auf einen kompakten Fluss sozusagen an Wertschöpfung. Wertschöpfung heißt für mich jetzt nicht nur Verkauf oder so, sondern es kann viele Formen der Wertschöpfung geben. Man sich aber wirklich darauf konzentriert und alles, was es da drumherum gibt, sollte unmittelbar darauf einzahlen in irgendeiner Form, dass dieser Wertstrom möglichst groß, stark, umfassend entsprechend funktioniert. Alles, was davon wegführt, alles, was einen ablenkt und so weiter, ist Verschwendung. Und Verschwendung kann auch Energie sein. Das haben wir an anderer Stelle auch schon mal besprochen. Da nenne ich immer das Beispiel mit meiner Smartwatch. Ja? Wenn ich in der Praxis am Patienten arbeite und ich habe am Abend 10.000 Schritte auf meiner Uhr, dann habe ich meine Energie mit Dingen verschwendet, die ich nicht hätte tun sollen. Denn mein Arbeitsbereich ist dann eigentlich nur noch Zimmer 1, 2, 3. Die liegen mal im Rahmen von so 10 Metern ungefähr. Wenn ich da 10.000 Schritte schaffe, da
muss ich ziemlich viel auf der Stelle gegangen sein oder ich war ziemlich viel an anderen Orten unterwegs, wo ich eigentlich nicht hätte Ja. sein sollen. Ja, also das sind viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Aber, sag ich mal, Energieverschwendung ist nicht nur, dass ich in vielen Bereichen rumlaufe. Das kann zum Beispiel, sind diese Klassiker auch, was weiß ich, wir wollen gerade einen Bracket-Verlust haben wir gehabt, wir wollen Bracket kleben. So, und haben wir alles gemacht, Bracket aufgesetzt und jetzt sagt dann die Helferin, ja, Moment, ich muss eben die UV-Lampe aus dem anderen Raum holen. Ja, jetzt muss sie rauslaufen und muss die Lampe holen, muss wieder reinkommen. Das ist Zeitverschwendung, das ist Energieverschwendung und das ist Nervenverschwendung auch auf eine bestimmte Art und Weise. Das will man in dem Moment nicht haben. Oder es ist, die Arbeitsplätze sind nicht ergonomisch ausgerichtet. Ja, wenn man irgendeine Kleinigkeit machen will, muss man jedes Mal vom Behandlungsstuhl aufstehen, irgendwo hingehen, was holen oder keine Ahnung, man muss irgendwas suchen, weil man sich nicht auskennt. Auch das ist quasi eine Form von Verschwendung, da wird Zeit und Energie geht da verloren. Also wir sehen auch da, es hängt wieder ganz viel mit Effizienz zu tun, mit Bewusstmachen von den Verschwendungspunkten, aber auch dann wieder klar machen, wie kann man diese Verschwendung vermeiden. Und da kommen wir wieder auch in ein riesen Schneeballsystem an Möglichkeiten von Schulung über Training zu eliminieren von Dingen, von Abschaffen von Dingen, von ja, wie ist das so schön, wenn du abends keine Schokolade vorm Fernseher essen willst, dann ist das Einfachste, nicht nur deine Disziplin zu trainieren, sondern einfach keine Schokolade zu Hause zu haben. Ja, aber das, was du jetzt sagst mit den Beispielen, ne, mit dem Laufen, so von, wie hast du es gesagt, die Arzthelferin muss dann quasi in den anderen Raum und ja, das Licht holen oder was auch immer sie jetzt gerade braucht. Das Erste, was mir in dem Moment eingefallen ist, war, das ist eigentlich so das, wo man sagt, so, ja, sehe ich ein, aber eigentlich sind das ja nur Kleinigkeiten. Aber ich glaube, das Gefährliche ist dabei, dass sich das ja summiert, ne, nach einer Zeit. Also, dass es eben nicht nur ist, sie läuft jetzt einmal kurz und holt was, sondern dass es halt wirklich ein großes Ausmaß nehmen kann, wenn man die ganzen Kleinigkeiten die ganze Zeit toleriert. Ja, absolut. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil, wie man so schön bei uns sagt, hier auf dem Land, Kleinvieh macht auch Mist. Das ist genau der Punkt. Wenn du jedes Mal bei jeder Tätigkeit irgendwie 30 Sekunden verlierst, und das ist eine Rechnung, die gebe ich auch immer gerne weiter. Jetzt sagen wir mal einfach, du hast 50 Kontrolltermine am Nachmittag. Das ist so eine Zahl, haben viele Fragen. Meinetwegen auch 30, ist egal. Nehmen wir mal einfach, sagen wir mal 50. So, und jetzt verlierst du bei jedem Patienten, verlierst du 30 Sekunden. Wie lange musst du nacharbeiten? Wie viele Überstunden machst du? Ja, 25 Minuten vermutlich. Weil das ist das, was du, also es summiert sich einfach. Diese Kleinigkeiten, das ist das, wo man auch so wenig rangeht. Das ist auch so ein bisschen im übertragenen Sinne auch wieder eine Energieverschwendung, dass wenn Leute irgendwas ändern wollen in ihrer Praxis, die versuchen es immer direkt mit der Brechstange, irgendwelche Riesenveränderungen. Das heißt, es wird wie riesen viel Aufwand betrieben und dann im Prinzip passiert meistens kaum was. Während wenn wir so an ganz klitzekleinen Stellschrauben jeden Tag so ein ganz kleines bisschen arbeiten, dann haben wir einen riesen Effekt, einen Zinseszins, einen Compounding-Effekt, der wirklich gigantisch ist und der nur ein geringes Energieniveau braucht. Zur Verschwendung vielleicht als Ergänzung auch nochmal. Bitte auch wieder die Perspektive wechseln, den Blickrichtung. Wir betrachten es natürlich in erster Linie auf unsere individuellen eigenen Prozesse bezogen, die aber im Lean-Management oder im Lean Orthodontics wieder zur Patientenzufriedenheit in erster Linie führen sollen. Das heißt, es geht gar nicht unbedingt nur um uns, um unsere Arbeit, außer wir betrachten jetzt die internen Kunden, unsere Mitarbeiter. Es geht halt darum, dass dann der Aufenthalt in der Praxis zum Beispiel dadurch auch verkürzt wird durch solche Sachen, dass es angenehmer gemacht wird, dass keine Wartezeiten für den Patienten entstehen. Ich habe gestern wieder so eine Situation erlebt, da war ich so genervt. Ich bin natürlich auch ein total anstrengender Kunde, weil ich auf sowas immer achte. Da bin ich ins Sportgeschäft gegangen und ich habe dort für die EM für meinen Sohn als Geschenk ein beflocktes Nationaltrikot bestellt und abholen wollen. So, jetzt gehe ich in den Laden, oben an die Kasse, sage so und so, Bestellung, ich habe eine E-Mail bekommen, das fand ich schon mal gut. Bestellung ist da, ich möchte sie gerne abholen. So, dann sagt er in der Kasse, ja, das Thema Beflockung, da können Sie jetzt, da kann ich jetzt nichts machen, da müssen Sie bitte runter in den Keller gehen, dort ist die Beflockung. Okay, dann bin ich dann runtergegangen in den Keller zu der Beflockung. Und dann sagt sie da unten, ja, oh, ich hoffe ja mal, dass das da ist. Ja, die oben hat gesagt, ist da, ja, was weiß ich, was die da oben sagt. Okay, da fange ich schon mal an, ein bisschen nachzudenken. Okay, alles klar. Dann können Sie vielleicht eben ins Lager gehen und gucken. So, dann hat sie es dann tatsächlich auch gebracht und dann sagte ich, alles klar, ich muss dann noch bezahlen. Ja, zum Bezahlen müssen Sie jetzt aber nach oben gehen. Dachte ich, alles klar, okay. Dann gehe ich jetzt wieder nach oben mit der Ware und dann bezahle ich da. Dann komme ich an die Kasse, lege das dahin und dann sagt die an der Kasse zu mir, okay, haben Sie denn auch den Lieferschein von unten mitgebracht? Steht da was für mich drauf?
Und Das ist dann eine anspruchsvolle Customer kam da Journey, so hör der mal. Lead Manager langsam am Ende und hat dann Ja. gesagt, okay, ich bin jetzt schon für Sie in den Keller gelaufen, weil Sie nicht das Produkt für mich holen wollten. Ich habe es jetzt hier wieder Ja. hochgebracht. Wenn Sie jetzt von mir noch erwarten, dass ich Ihren Lieferschein besorge und Ihnen den vorlese, da irren Sie sich. Das werde ich jetzt Brauchen nicht Sie tun. sonst noch was vom Keller? Genau, kann ich sonst noch was tun? Soll ich vielleicht meine Dienstleistungen, die ich Ihnen gegenüber erbringe, gegen den Kaufpreis eintauschen oder so? Nein, also Scherz beiseite. Da merkt man sofort, okay, solche Erlebnisse, die hat man immer mal wieder Ja. irgendwo in ähnlicher Form. Und das ist jetzt auch ganz klar Verschwendung von Zeit, von Energie, vielleicht aber auch sogar von Vertrauen. Also man kann das wirklich immer abstrakt weiterdenken beim Patienten, beim Kunden. Kann ich denn, wenn ich als Praxisinhaber, wenn ich weiß, dass also ich meine, man muss ja erstmal wissen, das hört sich jetzt blöd an, aber man muss ja erstmal wissen, dass das Risiko sehr hoch ist, dass man jeden Tag irgendwas verschwendet, was auch immer, Zeit, Materialien, andere Ressourcen. Wenn ich das jetzt weiß und ich sage, ich möchte das nicht und ich möchte gerne ja mit meinen Ressourcen besser umgehen, gibt es da irgendeine Herangehensweise, außer ich bin jetzt aufmerksam und nehme mal meinen Arbeitsalltag unter die Lupe? Oder wie finde ich denn so Ressourcenverschwendungs Quellen im Alltag. Idealerweise würde es damit anfangen, dass man schafft, das Mindset des ganzen Teams entsprechend darauf anzupassen, dass man sensibilisiert und dass jedem sofort auffällt, wenn er irgendwas Unnötiges macht, wenn irgendwas Überflüssiges getan wird, irgendwas, was wir nicht brauchen, was nicht mehr nötig ist, dass das sofort aufgedeckt wird. Dazu sollte es Meldesysteme in irgendeiner Form geben. Das führt jetzt auch zu weit, aber wir haben beispielsweise so ein digitales Pinboard, wo solche Dinge eingetragen werden. Wir haben Morgenbriefing, wir haben Abendbriefing. Das heißt, wir können direkt von vornherein darauf eingehen. Das heißt, im Morgenbriefing wird schon mal geschaut, haben wir heute alle Ressourcen in der ausreichenden Form zur Verfügung, um den Tag, wie er da ist, zu bewältigen. Und am Abend wird dann nochmal ganz kurzes Feedback gegeben, gegenseitig, okay, das war alles gut, das hat vielleicht nicht so gut funktioniert und darauf können wir beim nächsten Mal achten. Und wie gesagt, dann für längerfristige Dinge dann unser digitales Board. So, das ist das eine. Man kann das Ganze dann entsprechend trainieren mit vielleicht am Anfang ganz kleinen Hinweisen, die das Ganze verstärken. Was haben wir zum Beispiel genau gemacht? Wir haben kleine Zettelchen hingehängt, sowas wie, ich verlasse den Raum besser, als ich ihn vorgefunden habe, zum Beispiel. So Kleinigkeiten, wo, dass man immer mal wieder so eine kleine Notiz sieht und dann erinnert wird, um das Ganze ein bisschen zu verankern. Ja. Ist das jetzt so, dass der Weisheit letzter Schluss? Nö, aber das ist ein Stilmittel, was man dazu entsprechend verwenden kann. Und dann muss man es halt umsetzen und am Ende des Tages kommt es dann immer wieder darauf an, der Chef, die Chefin muss als Vorbild vorangehen und das Ganze dann auch leben und nicht nur erwarten, dass alle anderen das so machen und selber ist man vollkommen anders drauf. Da sind wir dann wieder genau bei dem Punkt, dass man dann erstens es vorlebt, wenn man dann die Arbeiten durchführt, auch konkret darauf achtet und auch wiederum neu sensibilisiert. Dass man aber auch wiederum weitere Meldesysteme hat, regelmäßige Kontrollgänge, kommen wir an anderer Stelle sicher mal drauf, nennt sich im Lean Management Gemba Walk, dass man einfach mal vor Ort ist und sich Dinge anschaut und einfach mal still ist, nicht immer jedem sagt, so musst du es machen, sondern einfach mal guckt, was wird jetzt überhaupt gemacht, Wie wie machen wird Sie es es denn? gemacht? Genau, ja. Genau, ist das wirklich genau so, wie wir das eigentlich in unserer Arbeitsanweisung haben? Und wenn es nicht so ist, was ist anders? Warum ist es anders? Und mal ins Gespräch kommen und das Ganze dann vielleicht auch auflösen. Denn Ja. auch da jetzt mal am Rande bemerkt, nicht immer alles das, was anders gemacht wird als ursprünglich festgelegt, ist demzufolge falsch. Es kann auch eine positive Weiterentwicklung sein, die nur schlecht kommuniziert wurde. Geht das in die Richtung, wie du dir das vorgestellt hast, als du mich das Ja, gefragt doch, hast? auf jeden Fall, weil ich finde es auch total spannend, weil ich habe jetzt gemerkt, dass da jetzt wieder, das haben wir ja öfter jetzt gehabt, dass von einem Podcast auf einen anderen Podcast, dass sich so eine Verbindung ziehen lässt. Und da habe ich das jetzt gerade auch gemerkt, weil das bringt mich jetzt auch auf ein Thema, was ich bei einem anderen Podcast mit dir besprechen wollte, dass wenn man das mit der Mitarbeitersensibilisierung so weiter fortführt, ne, und wenn man dann sagt, pass auf, also wenn man es nicht selber nur weiß, sondern auch seinen Mitarbeitern sagt, pass auf, es kann sein, dass wir hier was verschwenden und wenn euch was auffällt in eurem speziellen Bereich, dann sagt mir das doch bitte, dann können wir das zusammentragen und so weiter. Das bringt mich jetzt auch auf den Themenbereich, dass wir in Zukunft im Podcast darüber sprechen wollten, dass es auch, das ist ja auch eine Form von Verantwortungsübertragung, aber auch von Talentförderung dann in dem Moment ist. Wenn ein Mitarbeiter auf einmal merkt, ja, guck mal, ich bin für den Bereich verantwortlich und mein Chef lässt sich auch drauf, dass ich da ein Auge drauf habe. Das hat ja dann auch was mit Talentförderung in dem Moment zu tun, ne? Ganz genau, auf jeden Fall. Und da schließen sich gerade wieder so viele Kreise, weil für die Ja, Talentförderung stimmt.
Da muss ich einmal den Avatar kennen, sozusagen die Persona, um das wieder so zu abstrahieren von meinen Mitarbeitern, meiner Mitarbeiterin. Ich muss aber auch mal vor Ort mit dabei sein, um zu schauen, wodurch zeichnet sich das überhaupt aus? Und dann kommt noch ein weiterer ganz spannender psychologischer Faktor auch auf eine bestimmte Art und Weise mit dazu, nämlich, dass wir im Prinzip eine sehr nicht-line Kultur bei uns in Deutschland oder in Europa auf eine bestimmte Art und Weise haben. Wir immer denken, mehr ist mehr, mehr hilft mehr. Dass diese Fokussierung manchmal ein Problem ist. Und das komme ich jetzt drauf, warum das beim Talent manchmal ein Problem ist. Viele denken, dass wenn sie sich besonders anstrengen, dass sie eine besonders gute Leistung bringen. Dabei ist es oft sehr spannend, wenn sie tatsächlich eine andere Tätigkeit mit großer Leichtigkeit machen, die aber trotzdem bessere Ergebnisse bringt als die von anderen, die sie wiederum mit großer Anstrengung erbringen müssten. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ausreicht, dass es Klick macht. Das heißt, dann sagt man mal, oh, wie hast du denn das jetzt so schnell hingekriegt? Sag, ja, sagt derjenige, ja, einfach so. Ja, war ganz einfach, ist ja gar kein Problem. Wo ich dann sage, als Chef oder Arbeitgeber oder Unternehmer, wo ich sage, wow, Ja. da sind andere, die brauchen da, was weiß ich, die müssen da sonst was für tun. Und für die Person war das einfach. Und dann ist meine Verpflichtung, dahin zu gehen, dann auch zu sagen, hey, guck mal, kannst du noch mehr von diesen Sachen machen? Und vielleicht gucken wir mal, dass du nicht nur die Sachen machst, die du anstrengend findest, wo du das Gefühl hast, da leistest du richtig was, sondern du machst mal mehr von den Dingen, wo du sagst, hey, ich habe hier die absolute Leichtigkeit, das Flow-Gefühl, das Ja. fällt mir zu, weil du damit viel schneller, viel besser und viel zufriedener bist in deiner Arbeit. Ja, das ist Ja. so dieses typische, einmal aus der Industrie so ein Beispiel, warum gibt es keinen vollkommen lautlosen Staubsauger? Ja, das ist auch ein Prinzip genau dieses gleiche Problem. Weil wenn der Staubsauger lautlos ist, die Kunden ihn nicht kaufen, weil sie denken, er funktioniert nicht oder sie wissen nicht, ist er an oder aus. Ja, es ist so banal. Dabei wäre das so toll, wenn es einen lautlosen Staubsauger gäbe, aber die kaufen lieber einen, der laut ist, weil sie dann wissen, okay, der räumt ordentlich was weg, Da der ist das brummt, Feeling da. knattert. Ja, genau, da geht richtig was ab. Und das ist echt ein Problem. Wie gesagt, da ist dann wieder auch diese Fokussierung darauf. Und das kann man durch verschiedenste Dinge dann feststellen. Einmal dadurch, dass man vor Ort ist, sich die Arbeit einmal anschaut, die Ergebnisse einmal genau anschaut von den Mitarbeitern, aber auch, dass man Schulungen macht und dass man entsprechend, wenn man Schulungen gemacht hat, wir kommen jetzt auch wieder in ein ganz neues Feld, weil das wieder den ganzen Education-Bereich quasi mit aufnimmt. Zu jeder Schulung muss auch eine Lernerfolgskontrolle dazu gehören. Das heißt nicht ein Prüfen, ein Abfragen, ein Rausprüfen, wie man das auch wieder fälschlicherweise in unserem Bildungssystem kennt. Ja, da will man jemanden bewerten, da will man da, dass er durchfällt oder es schwer machen, dass er bestehen kann. Nein, ich möchte einfach wissen, was hat die Person verstanden, was kann sie nicht, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, wo habe ich Nacharbeitungsbedarf und wo fällt was zu. Und so kann man auch regelmäßige Testate, das machen wir auch bei uns in den verschiedenen Praxen regelmäßig machen. Da kriegt jedes Jahr können sich die Mitarbeiter aus dem Portfolio von Testaten, können sich welche aussuchen und einen bestimmten Zyklus müssen sie dann alle mal gemacht haben. Und das machen auch welche, die 10 Jahre, 15 Jahre schon gearbeitet haben. Weil man da einfach nochmal feststellt, okay, hat vielleicht sich irgendwas geändert in der Durchführung der Technik von denen selbst. Vielleicht können sie das noch genauso gut oder nicht. Was weiß ich. Wir hatten eine Ärztin, die ist jetzt über 60 mittlerweile, die arbeitet noch für uns. Die hat dann irgendwann mal, hat sie gesagt, so, oh Martin, dieses Bücken über dem Stuhl, ne? Ich mache das total gerne mit den Patienten, aber wirklich, wenn ich dann 3 Stunden am Nachmittag da am gesessen habe, ich bin durch, ja. Entweder ich muss aufhören, mir einen neuen Job suchen oder wir müssen eine andere Arbeit finden. Wo ich sage, ja, überhaupt kein Problem. Dann finden wir eine andere Arbeit. Du bist so wertvoll, deine Erfahrung, die du hast. Ich habe auch schon gleich 3 Ideen, die können wir mal miteinander ausprobieren, wenn du Bock hast. Aber kann ich total nachvollziehen. Ja? Nee, ich wollte gerade sagen, da sind wir wieder bei der Flexibilität, bei der ja, der internen Customer Journey, ne? So hätte ich es jetzt formuliert dann quasi, ne? Dass man es eben anpasst und sich auch auf neue Gegebenheiten dann eben einstellen kann. Genau. Genau. Ich freue mich gerade so, weil wieder so viele Schnittpunkte sind. Weil wenn wir diese Touchpoints oder diese Prozesse so genau beschrieben haben, können wir jeder Rolle auch jemand zuordnen. Und wenn jetzt diese Rolle quasi frei werden muss, weil die Ärztin kann das nicht mehr, kann sie eine neue Rolle übernehmen. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass ich ein hochspezifisches Anforderungsprotokoll quasi direkt schon habe für die Neubesetzung dieser Rolle. Das heißt, ich brauche jemanden genau, der sich dort hinsetzen kann, das machen kann.
Und dadurch entsteht eine Flexibilität, wie du sagst. Diese Flexibilität, die führt aber dann auch wieder zu einer erhöhten Bindung und einer Loyalität. Jetzt sind wir plötzlich wieder beim loyalen Kunden, nämlich beim loyalen internen Kunden. Das heißt, die Mitarbeiterin hat sich überlegt, okay, ich kann das nicht mehr. Ja, ich habe Schmerzen, wenn ich das mache tagsüber. Wenn das meine Rolle bleibt, dann muss ich was anderes machen. Dann gehe ich, dann bin ich weg. Wenn ich was anderes machen kann, ich weiß zwar noch nicht was, würde ich gerne bleiben, weil eigentlich bin ich loyal, aber das geht nicht. Und das ist eine Ja. total super Aussage, eine offene Kommunikation, damit kann man arbeiten. Also ich fasse zusammen, Verschwendung gibt es in der Praxis auf unterschiedlichen Ebenen, wahrscheinlich auch nicht nur da, wo wir sie auf den ersten Blick, wo man sie auf den ersten Blick vermuten würde. Wichtig ist es, erstmal das zu wissen, dass es Verschwendung gibt und dass es wahrscheinlich in jeder Praxis einen gewissen Grad an Verschwendung gibt, dass man die Mitarbeiter mit ins Boot holt und gleichzeitig auch die Vorteile nutzt, die sich jetzt mit Hinblick auf Talentförderung und auch Verantwortungsbereiche ergeben. Ja, ganz genau. Ja, Und da nochmal cool. ganz, ganz konkret auch für mich nochmal oder für dich zu Hause nochmal so ein paar Beispiele. Wie viele Materialien liegen bei mir im Stereo oder am Lager rum? Muss ich die wirklich alle haben? Wie ist das mit dem Verfallsdatum? Wie oft musst du irgendwas wegschmeißen, weil es verfallen ist, bevor es benutzt worden ist? Wie viel extra Stauraum brauchst du dafür? Nummer eins. Wie sind deine einzelnen Zimmer und Behandlungsschränke und so weiter bestückt? Ist da das drin, was du tatsächlich brauchst? Ist da weniger drin, dass deine Mitarbeiter rumlaufen müssen, um es zusammenzuholen und damit unnötige Wegstrecke entsteht? Oder ist da zu viel drin, dass das alles durcheinander geht, dass man manchmal gar nicht weiß, warum ist das da überhaupt drin? Wie ist überhaupt mit der Anzahl deiner Mitarbeiter? Ja, wie viele von deinen Mitarbeitern stehen rum, langweilen sich oder sind im Prinzip auf eine bestimmte Art und Weise überflüssig? Auch das kann super spannend sein. Wir haben über Corona, haben wir wie bei jedem anderen auch, hat eine gewisse Fluktuation plötzlich stattgefunden, weil durch die Krise die Leute ganz andere Vorstellungen bekommen haben, was dazu geführt hat, dass wir immer wieder neue Leute einstellen wollten, mussten, konnten. Die mussten eingearbeitet werden. Das heißt, wir hatten im Prinzip dann quasi 30% neue Leute, 30% haben sich um die neuen Leute gekümmert und 30% konnten sich um das Tagesgeschäft kümmern. Das heißt, wir hatten ein riesen aufgebautes System. Und jetzt kommt der Werbeblock. Und genau dabei kann ich dir nämlich helfen, zum Beispiel beim Coaching, weil wir haben eine super Lösung gefunden, wie wir erstens dafür sorgen, dass die Rollen so gut beschrieben werden, dass wir die genauer besetzen können, dass wir aber auch ein Onboarding-System durch digitale Lehrmethoden entwickelt haben, dass nicht mehr die Mitarbeiter dann von ihrer eigentlichen Arbeit abgehalten werden und ihre Zeit verschwenden und jemanden neu einarbeiten, sondern in der Wertschöpfung, am Wertstrom, bei der Wertschöpfungskette dann entsprechend bleiben. Und damit auch eine frühere Selbstständigkeit der neuen Mitarbeiter geschaffen wird, die dann auch mehr Spaß haben, dann dabei zu bleiben. So sind wir zum Beispiel von 45 auf etwa 32 Mitarbeiter, haben wir uns reduziert und sind im Prinzip wesentlich effektiver als vorher von jetzt 2020 bis oder 2021 bis 2024. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Muss euch einfach mal den Kostenapparat vorstellen. Und wir Ja, machen klar. genauso viel Umsatz wie vorher. Und wir haben alle Spaß bei der Arbeit. Und keiner ist mehr genervt von jemandem, der vielleicht nicht mit anpackt, weil jetzt nur noch die guten Player da sind. Also auch Ja. da vielleicht, wenn da jemand noch einen Tipp haben will, einfach mal in die Kommentare schreiben, mich persönlich anschreiben oder so. Da helfe ich einfach gerne weiter. Und ihr merkt ja, wie ich für das Thema brenne. Da habe ich einfach total Spaß dran. Und da habt ihr sicherlich einen Mehrwert dann auch durch mich direkt. So, das Sehr war es cool. von mir für heute und schönen Tag.